Montag, der 13. Mai 2019. Und ich fahre heute mal mit einem Fahrgastschiff von Tangermünde nach Storkau und zurück. Haben wir noch nie gemacht. Seit Jahren geplant. Jetzt machen wir es endlich mal. Was ist das für ein Dampfer? Großherzogin Luise? Nee, großer Kurfürst heißt er. Das ist der Kapitelturm. Der ist ja auch sehr zahlreich vertreten mit rund 3.500 Tieren. Der wird zum Teil schon umgesiedelt nach Holland, nach Belgien und runter bis ins Saarland. Tja, wer sich so ein bisschen schifffahrtstechnisch interessiert, hier auf der linken Seite oder an Backbord des Schiffes, haben wir so eine kleine Zahlentafel mit der 388. Das sind die Flusskilometer gerechnet von der deutsch-böhmischen Grenze. Bei Hornsgorschmeka geht es los mit 0. Hier haben wir bereits die 388 Flusskilometer. Unten in Hamburg, wo sich die Norder- und die Süderelbe voneinander trennen, sind es bereits die 610 Flusskilometer. Und bei rund 750 Kilometer geht die Elbe nachher in die Nordsee über. Das Baggerschiff, das sorgt gerade dafür, dass da so eine kleine Bude gebaggert wird, dass die Slipperlare auch noch weiter genutzt werden kann. Sonst versandet die nämlich und dann kann man nichts mehr hoch und nicht mehr runterschlitzen. Ist noch die andere Brücke. Oder die Wittenberger genauso. Warum ist hier rechts und links hier so was groß? Was bedeutet das? Aber Vogelwelt war vor dem Zweiten Weltkrieg Auffanglager für Spätheimkehrer. Danach wurde es genutzt als Lungenheilstätte. Dann wurde es umgebaut, diente als Schwesternwohnheim. Das gehört mit Van der Alma, ja, ja, Hotel Schloss Storkau in Thomaslesen. Ja, jetzt war ich mal so rein. Sitzen aber keine Leute auf der Thomaslesen. Die haben nicht gewusst, dass wir kommen. Das haben die als erst danach dann aufgebaut, ja. Wie? Ja, das haben die vorhin gesagt. Nachbarn hat natürlich auch noch das ganze Jahr über so zu den Zweiertagen mitgehen zu können. Das Feuerzeug oder Silvester an Bord mit Musik und Tanz. Auch mal gerne, ja. Nehmen sich am besten ja noch mal auf das Bild mit.